Also Griechisch vielleicht, wir müssen noch in Griechenland reden, aber Lateinisch, also kann ich, ich brauche das einfach nicht, ich finde es ein bisschen langweilig. Also ich hätte jetzt nie im Leben Altgriechisch gewählt, weil ich finde, es bringt mir nicht so viele Spruchslehrer, die eh niemand mehr redet. Aber wenn man sich jetzt für so alte Sachen interessiert, ist es so schön. Also ich persönlich finde Lernen einen Spruch, der absolut euch nichts bringt. In der Welt nicht, in eurem Leben nicht. Und es ist einfach, die Spruch stirbt aus und es ist einfach total unnötig. Ja, also ich finde Altgriechisch eigentlich ein bisschen sinnlos. Wenn das redet keiner mehr, sogar in Griechenland redet man das nicht mehr. Und ja, wenn es denen Spass macht, wo das mal lernen, dann können sie das gerne machen. Aber Neugriechisch bringt glaube ich mehr und ja, also ich würde es nicht machen. Und ich glaube nur so Streber oder so machen das so mega, wenn, ja. Also ich würde mal das Altgriechische genauer anschauen und schauen, ob es dort Verbindungen zu der eigenen Kultur und der eigenen Herkunftsgeschichte gibt und mich dann entscheiden, ob das eine Verbindung zu mir hat, dafür oder dagegen, in Nachbargängigkeit, ob das was mit mir zu tun hat. Also, ich finde das toll, von dir, die das wann lernen und für Leute daheim ist es gut. Ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Ich hatte 8 Jahre Latein. Das würde man heute Schwerpunktfach nennen. Griechisch habe ich nicht belegt. Und ja, wenn man mich fragt, ob das aus heutiger Sicht noch Sinn macht, würde ich sagen, durchaus. Es hat mir gelernt, sehr strukturiert zu denken, auch andere Sprachen entsprechend aufzubauen. Über 40 Jahre bin ich da Maturant geworden, Matur geworden. Und damals hat man noch Latein und Griechisch machen. Man hat in der ersten, das ist das 5. Schuljahr, hat man 7 Stunden Latein gehabt und habe doch 4., also im 8. Schuljahr, 5. und Griechisch, das hat sich dann schon auch reduziert. Aber ich also eine enorme Menge an altsprachlichem Unterricht gehabt, was ich mit dem heutigen, denke ich, nicht vergleichen lasse. Das ist schon ein bisschen anders. Man hat relativ intensive Betreuung gehabt in der Hinsicht. Das habe ich auch gehabt. Und ich habe dann sogar noch auch Geschichte studiert und im Speziellen die alte Geschichte. Das heisst, das ist eben griechische, römische Geschichte. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, durch die alten Sprachen studiert, gelehrt, hätte ich natürlich das nicht in diesem Maß studiert und hätte es auch nicht Professor für alte Geschichten. Also das war schon eine wichtige Voraussetzung für mich, das zu machen. Ich bin im Moment Dozentin für griechische Philologie in Basel, habe aber auch Latein studiert und Literaturwissenschaft, deutsche Literaturwissenschaft. Und in dem Sinne hatte ich einen grossen Nutzen, ja, weil es mir eine Welt hat erschlossen und Literaturen, Texte, die mich auch noch nach vielen Jahren wahnsinnig interessieren. Und wo ich sehr viel Bezug, also ich bin insgesamt literarisch sehr interessiert. Und für mich ist das einfach eine reiche Bibliothek, die so zusammenkommt, oder? Wo ich so durchlesen kann und die mich jeden Tag beschäftigt. Das erste Gymnasium-Jahr, das ist ja jetzt bei Ihnen das erste OS-Jahr gesehen. Wir haben müssen gerade nach der Primar haben wir, dann haben wir im Deutsch haben wir dann eben auch eine Mythologie gemacht. Das ist absolut faszinierend gewesen, die Welt, das zu entdecken und so. Und auch mit dem Latibuch, mit dem ganzen römischen Reich und so. Das ist, ich weiß nicht, das ist so toll gewesen, durch die Atlanten und die Reise und die ganzen Feldzüge. Und so erzählt der Hannibal ist da mit seinen Elefanten und Tanken. Das ist halt wieder so. Und wie soll ich sagen, es bereichert einfach sehr die Welt, die innere Welt von mir. Es sollte eben während der Schule und während der Studienzeit Platz haben, den Interessen nachzugehen, persönlich. Ich finde, also man sieht auch, die Arbeitswelt hat sich stark verändert. Es ist heutzutage in ganz seltenen Fällen nur noch so, dass man einen Beruf lernt und dann irgendwie 14 Jahre auf dem arbeitet. Die Leute finden viel mehr auf dem zweiten oder auf dem dritten Bildungsweg ihre Nischen in der Arbeitswelt. Und man hat auch mehr Zeit für Ausbildung und sein Interesse nachzugehen. Das haben wir nachher dann aber nicht mehr so. Also darum denke ich, ist es gerade eben wichtig, dass man die Schulzeit und die Studienzeit dafür nutzt. Im Rahmen, wo man es kann, natürlich. Also wenn man jetzt ganz klar will Ärztin werden, dann
dann muss man Medizin studieren, das ist logisch. Aber es gibt immer noch sehr viele Studienrichtungen, die nicht unbedingt an einen Job gekoppelt sind. Und die bieten sich sehr an, dass man dort einfach seine Interessen durchkommt. Ja. Es sollte nicht nur ein direkt anwendbarer Nutzen sein, in dem Sinne, dass man irgendwie das Wissen, das man erwirbt, eins zu eins umsetzen kann. Und gleichzeitig würde ich sagen, Latein und Griechisch sind beide solche Beispiele, die man nicht eins zu eins umsetzen kann, vermutlich, außer man studiert dann wieder die Altphilologie, aber die einem eben durchaus so dieses Hintergrundwissen, auch eine Analysefähigkeit, auch einen historischen Background der Antike liefert, der dann ganz vieles möglich macht, um wieder Neues dran zu hängen. Schülerinnen und Schüler sind ja in einem Alter, wo alles wahnsinnig rasch geht, sich alles sehr rasch verändert und man selber verändert sich auch sehr schnell in einer Welt, in der sich ihrerseits wandelt. Wenn man sich in der Welt zurechtfindet, man hat Stürze gestohlen als Teenager in der Pubertät und wenn man sich meint, so können im Alter von 14 oder wie immer das dann ist, festzulegen auf eine bestimmte Studienrichtung, möchte ich eine Ausnahme Talent, möchte ich jetzt mal sagen. Die allermeisten sind 14, ohne was ich 19 am Studieren. Und da ist es eigentlich besser, man überlegt sich ganz rational, was bringt mir das, was bringt mir jenes für mein Profil, also, oder was passt am besten zu mir, was interessiert mich am meisten, was mich jetzt eigentlich am liebsten. Und die strategische Frage, was will ich nachher machen, sind eigentlich zweitrangig, ich würde jetzt mal meinen. Mit Latin Griechisch steht Ihnen alles auf. Sie können von Psychologie, Ethnologie, Sanskrit, Chinesisch bis zur Mathematik, Biophysik und was weiß ich es da alles her, es gibt Theologie sowieso, können Sie alles studieren. Das kristallisiert sich im Verlauf von Ihrer Schulzeit, Ihrer Pubertät, Ihrem Matura-Jahr raus. Und Sie können ja froh sein, wenn Sie jemanden von der Matura wissen, was Sie studieren. Das wissen ja viele nicht. Aber das schon mit 14 werden zu wissen, tut mir wahnsinnig viel. Also daher weniger auf das Rücksicht nehmen, als auf das, was Sie dann interessiert und auf das, was Sie das Gefühl haben, Sie können es leisten. Und haben Sie sich bewusst, dass man mit so einer Schwerpunktfachwahl in eine andere Welt eintaucht? Es gibt gescheite Leute, also Altertumswissenschaftler, die gesagt haben, die Griechen sind für uns das nächste Fremde. Das heisst, sie sind es eigentlich noch, weil die ganze griechische Welt und die römische dazu eine Herausforderung war für die folgenden Epochen, für die Kultur der folgenden Epochen. Viel von der Kulturleistungen, was nachher kommt im Mittelalter, frühe Neuzeit, Neuzeit, 19. 20. Jahrhundert, ist eine Auseinandersetzung mit dem, was Griechen und Römer gemacht haben. Also sind sie es noch. Sie sind einfach sehr fremd, sie sind weiter weg, weil sie doch auch anders gedacht haben, anders gelebt haben, als wir es heute machen. Und die Spannung zwischen Nachen und weiter weg, das ist eigentlich sehr interessant. Neben der Spruch, den sie können lernen, wenn sie Griechisch Latin machen. Die kurze Antwort ist, man sollte immer auf die Interessen gehen. Ja, man ist nie so stark wie dort, wo man wirklich von einem genuinen Interesse getrieben ist. Und das Zweite ist, das Stichwort Nutzen, das ist etwas, was mich sehr irritiert. Und das ist etwas, was aufkommt immer in Diskussion über das Lernen von der alten Sprache. Und es ist einfach eine sehr merkwürdige Kategorie, die man zuerst mal gründlich hinterfragen muss. Was ist eigentlich die Idee von Nutzen? Es gibt, wir können das bei sehr vielen Lerninhalten aus allen Disziplinen, die man hat, fragen und macht das aber nicht. Oder ich kann genauso gut fragen, was ist der Nutzen von, weiss doch auch nicht, Vektorgeometrie für einen, der später, was weiß ich, Französisch studieren will. Es ist, glaube ich, der falsche Weg. Also Nutzen von etwas
ist immer die Frage, oder was meint man, geht es um einen unmittelbaren Nutzen? Also das ist ja wahrscheinlich das Argument von vielen. Oder? Wir haben vorher darüber geredet, über Leute, die sagen, ja, wenn ich Spanisch lerne, dann kann ich nachher in der Ferien in Spanien mich unterhalten. Das ist ein sehr kurzfristiger und unmittelbarer Nutzen, sicher. Wenn ihr Latein und Griechisch lernt in dieser Zeit, dann könnt ihr in Spanien wahrscheinlich die Sachen, die geschrieben sind, verstehen vom Latein her. Aber die können vielleicht nicht so verbos unterhalten mit den Leuten, oder? Okay, das stimmt. Aber letztlich ist, während man etwas lernt, einem der Nutzen von einer Sache sowieso nie klar. Der stellt sich, wenn schon, sowieso erst viel später auf. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass es einerseits das Interesse sein sollte, das einen treibt, und andererseits man sollte zu einer Offenheit finden, möglichst viel zu lernen. Also ich finde es falsch zu sagen, ich mache etwas nicht, und das hat ja keinen Nutzen. Das ist wahnsinnig kurzsichtig und ehrlich gesagt auch ein bisschen dumm. Sondern möglichst finden, zu einer Offenheit, so viel Lerninhalt wie möglich in sich aufzunehmen. Oder? Und durch das, durch alles, was man weiss, durch jeden Lerninhalt, den man sich erschließt, geht eine neue Tür auf und führt einem vielleicht neu her, wo man im Moment, wo man etwas lernt oder bevor man damit anfängt, ohnehin nicht kann sehen und wissen. Wieso fragt man immer nach dem unmittelbaren praktischen Nutzen? Also ich stolper schon ein bisschen über das, weil natürlich all das, was da aufgelistet ist, ja, das bringt man mit, wenn man alte Sprachen studiert. Es schult auch das analytische Denken und zum Beispiel das Verknüpfen von verschiedenen Sachen. Bei den alten Sprachen hat man ein bisschen beides. Also man hat zum einen hat man eben den sehr logischen Teil, den sprachlichen Teil. Ich kann es dann verknüpfen mit den schöngeistlichen Sachen, sag ich mal, halt Dichtung, Literatur, Kunst und so weiter. Ich finde halt, es bringt einem im Leben immer so viel, wie man auch aktiv mitnimmt daraus. Also es ist nicht einfach, es ist auch eine Wahl von jedem eigenen zu entscheiden, was nehme ich mit. Und ich habe zum Beispiel, ich arbeite in der Pharmaindustrie, nehme ganz anders, also, aber ich habe lange studiert. Und ich habe festgestellt, dass man sehr viel, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich sehr viele Parallelen auch findet und manchmal auch ganz tolle Beispiele kann beiziehen aus der Antike. Es ist auch etwas, was die Leute sehr schätzen, wenn man einmal auf etwas ganz anderes zugreift, als halt immer auf das Alltägliche. Ja, und grundsätzlich finde ich halt, alles, was man lernt, sollte man irgendwie ein bisschen miteinander verknüpfen und ins Berufsleben einfließen. Also, persönlich kann ich sagen, für mich, mir hat es sehr viel gebracht, das Lotti-Studium für mein spätere Leben. Also auch beruflich, ganz klar, das muss ich schon sagen. Zusammenhang für das Französisch, für das Spanisch, für das Italienisch, ist das ohne Frage einfach absolut wichtig und fundamental. Wenn man versteht, also kann man Spruch lernen, so wie sie lernen, Fernbedienung zu benutzen, oder sie können einen Spruch verstehen und ihre Entwicklung und zu den kulturellen Raum sie gehört. Und was ich jetzt zum Beispiel im Latein mitbekommen habe, das ist derart wichtig, oder, für das historische Werden von ganz Westeuropa. Es ist einfach Vorbild. Die Frage ist, will man das? Ich finde es absolut notwendig, weil viele Sachen versteht man einfach ganz anders oder nicht, wenn man das nicht hat, was ich zumindest im Latein-Unterricht mitbekommen habe. Man kann es natürlich zu ersetzen oder halt in der Geschichte zu machen, in den Sprachfächern. Aber so weit geht man normalerweise zumindest in den Sprachen nicht zurück. Und von dem her bin ich sehr, sehr dankbar um das kulturelle Wissen, das ich von Latin mitbekomme. Auf jeden Fall. Also ich denke, dass der Nutzen sehr, sehr wohl weitere Vorteile mit sich bringt. Das, was Sie hier schon aufzählen, eben beispielsweise Kunst, Literatur, mythologische Kenntnisse der Antike. Und neben dem meines Erachtens zusätzlich noch die Fähigkeit, Texte zu analysieren, deren Grundstruktur zu analysieren und eben quasi diese Analysefähigkeit zu schulen. Und das denke ich, dass das eine allgemeinbildende Fähigkeit ist, die sehr zentralen Charakter hat. Sie bekommen
bei der Erfassung von alten Texten, von auch ein bisschen fremden Texten, Kritikfähigkeit mit, was ich überall können brauchen. Sagen wir, so der Ansatz, dass man sagt, was da steht, was ist damit gemeint, was steht dahinter, gibt es einen Subtext oder eine andere Meinung, oder, wo man mitschwingt, gibt es Obertöne, wo man mitschwingen. Das ist etwas, was ich meine, können überall sehr gut anwenden. Das sind nicht konkrete Fähigkeiten, ich kann jetzt diesen Text besser übersetzen, sondern es sind Fähigkeiten, etwas zu machen mit einem Text, eine Haltung, die einem gegenübertritt, oder Ansprüche, an sie gestellt werden, oder irgendwelche Verhaltensweisen, wenn sie konfrontiert sind, dass man die kann kritisieren, analysieren. Ich glaube, da bekommen sie etwas mit, meine ich, über das heraus, was der Text allein für sich bietet. Also das tut mir, die Analysefähigkeit, die ist sicher etwas Wichtiges. Dann etwas, was ich vorher schon angedeutet habe, ich denke, die Erfassung der Welt, die die Griechen quasi auch oft gemacht haben, die ist nach wie vor wichtig. Die Griechen stehen am Anfang von der oberländischen Philosophie, von der oberländischen Literatur, vom oberländischen Theater, von der oberländischen Art, Politik zu machen. Oder jedenfalls, wenn ich sage, sie stehen am Anfang, muss ich ein bisschen korrigieren, sie sind die Ersten, von denen wir das können erfassen. Die Griechen ihrerseits haben sehr viel vom Orient übernommen, das wissen wir. Also die haben sehr viel zwei Stunden von Ägypten und so weiter. Aber sie sind die Ersten, die wir bis jetzt können erfassen, wir können einen Dialog führen. Die Kenntnis von dem, was ich davor als nächste Fremde bezeichnet habe, das Einschätzen von der Distanz zu etwas, wo niemand an sich noch ist, quasi die eigene Haltung überprüfen zu so etwas. Ich meinte, das sollte sie in einem sehr guten altsprachlichen Unterricht auch mitnehmen. Weil das die Sprachen sind, die die Strukturen vorgegeben haben, und abgesehen davon das Vokabular, für alle unsere Sprachen, die wir reden in Europa. Oder? Also ich habe, obwohl ich nie eine Minute Spanisch gelernt habe oder Portugiesisch, ich habe auch nie Italienisch gelernt, kann ich in diesen Sprachen Texte lesen und verstehen. Ja, nicht im hinterletzten Detail, das nicht, aber ich kann es so gut, dass ich folgen kann, wegen dem Latein. Und dazu kommt einfach, dass an diesen alten Sprachen auf dieser Basis ist zum Beispiel auch im Deutschen unsere Grammatik entstanden. Oder? Das sieht man allein daran, dass alle unsere Grammatikkategorien die sind aus dem griechischen und römischen Bereich. Also außer wir sagen den Venfall anstatt Akkusativ. Das macht man eigentlich nicht. Und das heisst, dass wir eigentlich auch fürs Deutsche, fürs Erlernen von unserer eigenen Sprache, vom Verstehen und Durchdringen von dieser Sprache, dass wir das besser verstehen können und besser machen, wenn wir die Kenntnis haben von der alten Sprache. Und dort kommen unsere Kategorien her. Ja, also in dem Sinn hat es sehr wohl einen massiven Nutzen. Ich glaube, außerdem, dass es auch einfach eine Denkschule ist. Oder? Weil man sich reinlässt in ein System und versucht, nach den Regeln von diesem System etwas zu verstehen und sich zu erschliessen und weiterdenken innerhalb von dem. Das ist eine sehr gute Schulung vom Verstand. Ja.